It has been a horrible 10 years. Code Wizards meddled in the balance of nature and released hordes of monsters from other dimensions on an unsuspecting world. Not satisfied with just destroying the human life, the monsters rampaged across the world, eating everything they could find and leaving nothing in their wake but empty void. The great mage trio Dusk, Vizui, and Scott approached you with an offer. They had just enough power to protect your home and a small amount of land from the final devastation. In return for their protection, you agreed to collect the materials and resources the creators would need to remake the world once the hordes retreated back to the Hell Realms. The great trio cast their spell to protect you, while the magician Way of Flowing Time forced the evil armies into submission and ordered them back to their dimensions. Upon waking up, you find that the creators, the Jaded One and the Cute One, have left a small amount of supplies to get you started. They apologize for not being able to give you more. If you complete the tasks assigned, you will receive more rewards to help you in your mission. It is up to you to recreate the world, to provide a home for the poor, lonely creatures left alone and homeless, to repopulate the planet. To this end, the Jaded One has compiled a list of the many items and fluids that will be needed. This book will magically update your progress as you complete quests and may at times have new quests added if she sees she missed a requirement. To start, punch tree, get wood. Gut, da sind wir wieder. Servus. Hallo. Ja, und der Geist der Vergangenheit. Wer kennt mich noch? Keiner, weil sie es keiner angesehen hat. Aber jetzt, wenn ich da bin, dann guckt sich jeder an. Hey, da hast du gleich 500 Abonnenten am ersten Tag oder so. Ja, ja, stimmt. Nicht abonniert. Genauso wie am ersten Mal. Ja. Weil ich am 500 Tage überhaupt keine Abonnenten. War das nicht schön? Brauchst du jetzt Mitleid oder was? Nee, es ist alles gut. Es interessiert mich ja nicht weiter. So. Okay, du wolltest den Text vorlesen lassen. Ja, das habe ich schon. Oder werde ich noch. Ich werde es noch gehabt haben. Okay. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon. Das heißt, wir können jetzt anfangen, wenn wir darauf warten, dass es wieder Tag wird. Warte, lass mich kurz niesen. Hatschi. Schönheit. Ah, okay. Boah, das ging ja schnell. Oh Mann. Wie lange nehmen wir jetzt auf? 2 Minuten und wir fangen schon an zu cheaten. Das wird so toll. Wir können es einfach nicht lassen. So. Achso. Okay. Jetzt aber. Jetzt Menschen. So. Was zocken wir hier überhaupt? Tada. Ich weiß es nicht. Agrarian Skies. Eine Skyblock Map. Skyblock. Skyblock. Ja, man sieht es, wir sind hier irgendwo ganz weit oben. Glaube ich. Auf Höhe 70. Oh, hallo, ey. Genau. Ja. 70 Meter, wow. 70 Meter im Boden. So. 70 Blöcke, das ist was anderes. Das ist eine andere Maßeinheit. Ja, ja. So, und ich denke, wir fangen an zu lernen, wie man skyblockt. Als erstes Mal skyblockt. Wollen wir eine Gruppe machen, bestimmt. Haben wir doch schon. Wir sind doch die Menschen. Menschen? Ja, aber du bist noch nicht drin. Doch, bin ich schon. Also bei mir nicht. Bist du da schon drin? Okay. Ich bin auch drin, oder? Ja. Ja, bei Frank habe ich gesehen. Mach gerade eine Party mit 2 Playern. Hallo. Ja. Genau. Der Dritte, der jetzt im Off sitzt, kann auch mal was sagen. Hallo, will er aber nicht. Will er aber nicht. Weil er eingeschnappt ist, weil seine Texturen weiß sind. Er ist jetzt voll beleidigt, müsst ihr wissen. Nee, ich will. Das kann ich jetzt mal ganz grob erklären. Ja. Erst kommt es einfach dazu, dass ich mehr oder weniger damit konfrontiert werde. Hey, wir nehmen das übrigens jetzt auf. Lad das mal runter. So. Dann habe ich jetzt runtergeladen, dann hat das eh schon nicht mehr funktioniert. War das schon nervig. Dann komme ich dann endlich auf diesen schönen Server drauf. Und was kommt dann? Dann ist jede meiner dämlichen Texturen weiß, bis auf diese unglaublich nervigen Lampen. Was ist dein Problem? Du bist mein Problem. Okay. Alter, komm her, komm vor mein Haus, hey. Machen wir 1-1 ohne Anzeige, okay? Keine Ahnung, wo du wohnst. Komm du her. Keine Ahnung, wo du wohnst, komm du her. In Franken. Oh, verdammt, der weiß es noch.
ist auch nicht von deinem Namen abzuleiten oder so. Das ist sowieso kreativ. Natürlich. Hallo, wie halt? Kommst du aus einem Korb oder was? Wohnst du in einem Korb oder wie das? Kann man das von deinem Namen ableiten? Ha, jetzt hab ich sie gegeben. Oh Mann. Okay, so, okay. Markus, bevor es noch ausartet, setz mal eine Quest. Ja, erstmal ganz klein anfangen, wa? Das Buch benutzen also. Genau. Dann benutzen wir mal das Buch. Dieses Buch ist eine Erfindung von WSWE, Scott Weiss und Lord Dusk und so weiter und so fort. Du wunderst dich vielleicht, wie man es verwendet. Und so weiter, da du wahrscheinlich keine Ahnung hast. Das hier sind Seiten, die im Menüstil navigiert werden können. Und so weiter und so fort. Da du wahrscheinlich keine Ahnung hast, dies ist ein Buch. Ja, genau. Ja. Es enthält Wörter. Wörter, die zusammen Sätze ergeben. So, wir questen und so weiter. Und falls du bis dahin mitgekommen bist, ist auch eines klar, du kannst lesen. Was ist für die Voraussetzung für The Pick of Splintered Dreams. Das ist so toll. Klingt cool. Ja. Also ich muss jetzt erstmal lernen. Die Hacke der gesplitterten Träume, das ist. Nee, Splinter ist nicht splintered. Was ist das? Splintered, nicht splintered. Echt? Sag mal ja. Oder ich meine echt splintered? Oh, was heißt das? Guck nach, dafür haben wir dich ja. Käse. Quark. Oh. Käse. Quark. Käse. Ja, Eiche, Birke oder was nehmen wir für einen Baum? Also ich will... Eiche. Eiche. Ja. Mhm. Eiche, ja, wegen den Äpfeln. Stimmt. Nee. Wachse, Kürbisbaum. Oh, ich mach mal die Blätter. Ich auch. Ich mach das Holz. Aber hey, wir haben schon mal Aufgabenteilung. Das ist schon mal... Nicht ganz Steinzeit mehr, das ist schon Bronzezeit. Wir schlagen uns schon mal ganz gut hier, finde ich. Und ich hab einen Zeppling. Keinen Zeppling, oder? Doch, ich hab einen. Oh, Gott sei Dank. Das ist wert. So, dann. Also, craften wir mal Planken. Spintered oder Spinter überhaupt gibt es gar nicht. Das ist kein Wort. Da fehlt einfach das R. Das ist nicht eher das L. Sprintert. Sprintert. Nein, ich habe nicht die ganzen Google-Bilder von dem Mercedes-Sprinter hier vor mir gehabt. Weil ich Sprinter hingeschrieben habe. Such dir einen aus. Okay. Also, Wooden Planks. Geradax. Yo. Hab ich gemacht. Hast du gemacht. Hast du auch bekommen. Okay. Schmeiß mal rüber. Rüber. Schaut mal in euer Buch, ob ihr das schon so claimen könnt. Damit müsst ihr es funzen. Ich hab 4... Oh, 4% komplett. Was? Ich hab 0% komplett. Also bei Learning to Skyblock. Nee, ich meine jetzt Using the Book. Ja, Using the Book. Wo steht Geht das? Nicht, 0%. Echt? Okay, ja. Muss es jeder machen. Da habt ihr beide mal eine Planke. Ja. Muss man... Aha, ja, das fragt nach dem Craft-Händler. Müssen wir wirklich selber craften. Da. Okay. Danke. Was muss ich jetzt damit machen? Craften. Einfach nur craften. Okay, okay. Jo. Das ist einfach. Genau, jetzt kam was. Claim Reward. Claim Reward. Ja, so. Musik. Yay. Möhre in den Ofen. Oh, Krabbenburger. Hä? Schiebt bei mir nicht. Ich hab Hunger. Hast du es gecraftet? Die Bion? Ja. Ja, was mache ich jetzt? Steht das Buch auf. Splintered Dreams? Das ist Questbuch. Dann klick. Learning to Skyblock, dann. Ja. Splintered Dreams, ja. Open. Ach, so blöd. Und dann oben rechts. Open ist zu schwer, das weiß ich. Das ist das peinliche, ey. Oh mein Gott. Na? Same Reward, oh man. Learning of the Skyblock. And you failed. So, okay, dann können wir. Nachdem wir das gecraftet haben, das Ganze auch manuell einreichen, dann ist es allerdings weg. Manuelles Einreichen. Genau. Dann tada! Schöne, tolle Sachen.
nämlich dreimal ein Quest Delivery System, dessen Grafik absolut nicht geklaut ist. nee, das ist komplett selbst erfunden. Ich setz den jetzt einfach mal hier hin. Genau, und jetzt müssen wir irgendwie nochmal eine Planke machen. Das QDS. Select Task. So. Ja. Wir brauchen einen Hopper. Da. Nice. Aber was hat da jetzt Holz reingetan? Weil ich das jetzt successful habe. Ah. Cool. Hast du auch bekommen? Er hat ja selber was reingepackt. Ja. Jetzt sollen wir das Ding wieder einreichen. Kann es sein, dass ich echt so blöd dafür bin? Was? Nein, komm zurück. Wie komme ich jetzt die Seite wieder zurück? Mit Rechtsklick. Ah, okay, hat sich erledigt. Alter, das ist fein. Oh Gott, okay. Ja. So. Ein Herz. Oh, hui, die Musik nom, nom, ist ja nom. Cool. Und ein Beutelchen. Was ist das? Basic. Basic Rewards. Beef Jerky. Wow. Ach, Stück, und du? Ein tolles Schwert. Steht irgendwas drauf? Spiked Sword. Ah, okay. Wo hast du das her? Das aus ist aus dem Reward Bag, die sind zufällig. Ach so. Ist das nicht? Beef Jerky. Das ist sogar beschriftbar. Mit Beef Jerky würde ich aber auch. Ja, das ist. Du hast ein Magnet? Das war ein Herz. Das war ein Herz, ja. Achso. Okay, sah aus wie ein Magnet. Magnet? Ja, fress. Oh, hier kann ich essen. Wirklich? Ja. Ja. Juhu! Ein Leben. Ja. Second Life. Geil. So, und hast du deinen Beutel mal aufgemacht? Was ist drin? Reward. Enderfish? Enderfish? Nightfish? Oh. Netherfish? Oh. Nightfish. Fische, das ist gut. Die behältst du, die frisst du nicht. Ui, oh, schade. Die kann man gar nicht essen. Ich hätte jetzt Bock auf Fische. Ja. Was mach ich jetzt mit denen? Vergammeln lassen. Du craftest dir ein paar Nägel und pinnst die an die Wand, bis sie vergammeln. Ja, genau. Craft ich Nägel? In the beginning. You may have noticed. Ach, ich versuch's mal. Du hast schon gemerkt, dass du mit recht wenig anfangen musst. Fast kein Land. Keine Nahrung. Aber hey, du hast Boden. Yay. Sei dankbar dafür. Oh, geil. Und nun liegt's an dir, die Zivilisation in den gesamten Planeten aufzubauen oder so viel, wie es nun mal geht. Bevor du stirbst. Nein, wir sind vier Jungs, wie können wir da die vier, also... Ja, einer muss sich da... Einer muss sich opfern. Einer muss sich da. Einer wird das Opfer der Wissenschaft. Ja. Und damit anzufangen, schlage ich mal vor, dass wir noch ein paar Bäume wachsen lassen. Jo, hau rein. Ein Eichen ist ganz toll. Mach das einfach demokratisch. Aber da könnte man wieder ein Easter Egg nutzen. Vor allem jetzt zu Ostern, ne? Verstehst du? Egal. Achso. Weil es ist ja schon irgendwie verdächtig, dass da bloß ein Dirtblock ist, irgendwie. Naja. Ja. Also, wir sollten Bäume pflanzen und Eichen sind besonders toll, weil wegen der Äpfel. Und. Okay, hau rein. Die Setzlinge kann man dann mit Blättern und Faden, wo auch immer man die Blätter herbekommen soll, aber okay, in Dreck umwandeln. 3 Barrels. Platzieren, wo der Regen reinfallen kann. Was? Okay, das ist ein Multiblock, das lese ich mir gleich nochmal durch. Ne, die Barrels sind kein Multiblock. Ja, die Barrels selbst nicht, aber es ging jetzt darum, dass da der Regen reinfallen kann. Und das muss ja ein Multiblock sein. Nein, du stellst einfach 3 davon irgendwo hin und dann füllen die sich mit Regen, wie die Crucibles wahrscheinlich. Genau. Einfach nur, um ein bisschen Logik anzugehen. Frank, machst du mit? Ich hab'n Sitzling. Entschuldigung, ich lese mal das Buch. Okay, ja. Ist noch ein bisschen schwer für dich, ne? Bücher und so. Ich bin Anfänger. Thema Buch. Lass uns etwas buchen. Ja, genau.
Wie komme ich wieder auf Home? Lass uns doch jetzt mal einen Grafter oder so. Moment, gleich. Ja, Grafter bringt ja nichts, wir brauchen ja Scheren. Also, wo hast du denn das Eisen her dafür? Nee, nee, da gibt's so ein. Das steht auch im Questtext drin. Echt? Das ist so ein Holzstock da, so ein gebogener. Genau. Crook heißt der, Crook. Ah. Den kriegst du mehr Setzlinge. Ui, das ist ja. Ja, dann machen wir das doch mal. Ne, was ist denn? Block da weg. Ich will den Bau nicht. Achso. Hehe. Ja, dann baue ich mal eine Werkbench. Und dann. Eine Werkbench? Eine Werkbench. Und das Replace to craft specific items. Okay, das heißt, es muss wirklich jeder das Ding einzeln craften. Vier Scheinbar. Sticks, das ist ja gar nichts. Das wird bei den späteren Sachen toll, wenn man irgendwie drei bis vier Stück von diesen unglaublich komplexen Maschinen oder so basteln darf. Ne? Ja, das wird Spaß. Ja, scheiße. Doch. Okay, vielleicht so, hätte ich mal akzeptieren sollen. Ja, das wäre nicht schlecht gewesen. Bezahlte Leben. Mehrfach Rewards. Okay. Hast du die Crook schon? Ach, ich hab schon. Ja. So, die Frage ist, habe ich die jetzt auch? Nein, andere Richtung. Normalerweise schon. Ja, weil ich ja. Ja, habe ich schon. Okay, alles gut. Alles wunderbar. Gut, er hat die Crook. Dann. Brauchen wir doch die Crafting Station? Genau, die mache ich. Setz gleich wieder einen Setzling her, dann kann ich wieder genau. Loshämmern und so. Sicher, da. Loshämmern, weil du Setzlinge einfach wirklich besser wachsen lassen kannst, wenn du draufschlägst. Ja, mit einem Hammer geht alles. Mit Gewalt geht alles. Crafting Station, so kommt ins Haus. Na, jetzt aber Feuer. Piu, piu, piu. Schön, wenn wir die Ecken einfach nicht verwenden können. Ja. Deko. Was musst du sowas haben noch? Eine Kiste. Nein, nicht eine Kiste. Oak Barrels und so weiter. Ja, mach ich noch eine Kiste. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also wenn jetzt einer von uns etwas craftet, dann hat jeder quasi den Reward dafür? Also den... Den Reward, ja. Die Quest? Genau. Cool, okay. So, einmal Kiste. Haben wir jetzt auch. Wieso ist die eigentlich größer als die Strongbox? Oh, ja. Das macht keinen Sinn. Ja, warte mal, bevor du das machst. Ja, wieso? Okay. Zu spät. Was wolltest du denn? Wirst du gleich sehen. Okay. Weil ich das immer noch sehr verdächtig finde, dass da ein Dirtblock ist. Ja. Aber ich glaube, dann tun wir uns einfacher für den Anfang. Oh, hey, ein Apfel. Huch. Dirt Chest 9000. What? Eine Dreck-Chest. Yay. Mit Dreck drin. So, gut, dann missen wir das. Das ist ja cool, hey. Ja, das glaube ich dann besser mit den Bäumen zu machen. Aber das war interessant. Hätte jetzt keiner erwartet, dass die da drunter ist, oder? Ja. Weiß gar nicht, die soll auch irgendwie den Dreck nochmal neu herstellen. Ich glaube, das wurde ausgeschaltet. Wurde aus, ja. Okay. Eine Kompostkiste vielleicht. Vielleicht muss man das für Lebensmittel reinlegen. Nein, bezweifle ich. Oh, schade. Okay. Wo ist denn jetzt meine Workbench hin? Die Workbench ist drin. Die habe ich in eine Crafting Station umgewandelt. Die brauchte ich dafür. Aber da hochzurennen macht doch immer voll hungrig. Ja, dann nehmen sie mit runter. Ist auch gut. Also, wenn der Weg für dich schon hungrig macht, dann solltest du vielleicht echt mehr trainieren. Ich meine in Minecraft. Ja. Okay, mehr Dreck also. Dreck kriegen wir durch. Mal so am Rande, wir brauchen auch Monster, das heißt, wir sollten mal ans ein Ende der Map gehen fürs erste und hoffen, dass da am anderen Ende was spawnt, was Markus dann abwechseln kann. Ja, bleiben wir doch hier beim Haus irgendwie. Das so dringend brauchen wir Monster auch nicht. Naja. Erstmal ein bisschen Dreck und Kabel und das ganze Zeug da. Ich brauch jetzt einfach mal das Zeug da, oder? Von der Quest. Jo, mach du das mal. Wir arbeiten hier unten. Du weißt, wie man NEA verwendet, ne? Bitte was? Du weißt ja noch, wie man NEA verwendet, nehme ich an. Ja, ich denke schon. Gut. Wollte ich noch wissen. Was ist das denn? Ein Würmchen, ein Seidenwürmchen, ein Seidenspinner. Wo auch immer der herkam.
Die kommen von den Crooks. Kann ich da irgendwas machen? Ich kann ihnen kochen. Und dann? Boah, dann habe ich einen gekochten Seidenspinner. Was kann der? Mich sättigen, ein kleines Stück, glaube ich. Soll ich erklären, was der machen kann? Sicher. Du kannst ihn in einen frisch gepflanzten Baum einsäen und der frisst dann den Baum bzw. die Blätter zur Seide. Also der konvertiert die zur Seide. Das ist cool. Ach, String brauchst du ja eh. Genau. Machen wir doch mal, oder? Ja, aber nicht viel, würde ich sagen. Weil das ist ja unser Bauplatz zum Abbauen. Weil das dauert eine Zeit, bis der umgewandelt wird. Okay. Wo denn dann? Hier? Ja, hier. Im Teich. Okay. Ich glaube, dann wollen wir da aber Eiche nehmen, weil da habe ich zwei von. Ja, komm mal. So. Okay, also in den Setzling rein? Nee, ins frisch gepflanzte. Warte. So, jetzt da einfach rum rein. Jetzt okay. Hat die Blatt eine andere Farbe und irgendwann ist der komplette Baum weiß. Ah, okay. Und dann weißt du, dass er fertig ist. Gut, dann lassen wir ihn da drin.